Praktisch. Nein, das Spiel muss man sich mal oben und mal unten umgucken. Boom, boom, bass, bing, boom, boom, boom. Oh, hammerhart, ey. Okay, Ladefunktion. Warum soll ich dann immer so einen Krach machen? Ja. Scheiß auf dich, du Arsch. Wenn es hier irgendwelche guten Bücher gibt, ich sollte wirklich mal wieder was lesen. Dieses Buch steht auf dem Kopf. Vielleicht ist das auch Absicht. Was ein geheimer Bereich. Lol, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, was zum Knochenwurst, Bär? Okay. Granaten. Messer noch scharf, Leskovic. Ja, das denn ich. Und dann hast du ein kleines Fenster hier. Nicht mal Abdunstraum, Alter. Ah, komm, wir gucken mal. Wer kann nichts sehen? Weil ich sogar Geld. Der putzt sich wahrscheinlich beim Kacken sogar noch mit den Geldscheinen den Arsch. Alter, nimm mit. Du verlässlicher Vogel, ey. Nix blinkt. Na, mal was, auf J. 6. Januar. Rudi, mein lieber Junge. Ich wünsche, du hättest dir die Zeit nehmen können, deine arme alte Mutter am Weihnachten zu besuchen. Aber du hattest ja bestimmt zu tun. Was weiß ich schon. Du warst so ein liebes Kind, so ein guter Sohn. Ich fühle mich wirklich. Und vielleicht hätte ich dir das schon früher sagen sollen, gesegnet, dich zur Welt gebracht zu haben. Ich weiß, dein Vater war so manches Mal grausam zu dir. Sehr grausam sogar, aber das ist jetzt alles Vergangenheit, oder nicht? Solchen Dingen sollte man nicht allzu lange nachhängen. Und außerdem war ich immer da, um deine Verletzungen zu pflegen, damit du dir keine Infektion holst. Darum ist es ungerecht, wenn du mir die Schuld dafür gibst, dass dir angetan hat. Er dir an. Du weißt, dass er dich nur zurechtweisen wollte, und wenn ich ehrlich bin, tat er so manches Mal recht daran, denn obschon du die meiste Zeit über ein guter Sohn warst, so konntest du auch doch auch sehr, sehr böse sein, wenn diese düstere Stimme dich übernommen hatte, überkommen hatte. Ach so, ich bin mir sicher, du verstehst heute, warum dein Vater damals seinen Gürtel gebrauchen musste. Mein lieber Junge, du weißt, was für eine schwere Zeit ich durchgemacht habe, nachdem dein Vater gestorben war. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu deinen Cousins zu schicken. Und da du nun bei den Spezialeinheiten so erfolgreich bist, hatte ich gehofft, dass du mir vielleicht ein wenig Geld schicken könntest. Es muss nicht viel sein, mein Lieber. Aber es würde ein wenig die Schmerzen lindern, die mir das Alleinsein im Alter bereitet. Deine dich liebende Mutter, Ingrid. Ja, die liebe, gute Ingrid.
Da hat sich doch der Sohn in die Richtung, die sie nicht haben wollte, und dann pflichtet sie ihm doch bei, dass er sich dann doch richtig entschieden hat. Okay, ja. Sollte diese. Schluck es runter. Okay. Und der hat wenigstens einen Vorhang davor. Nice one. Richtig gut. Lalala. Was haben wir denn hier? Helgas Tagebuch, 4. Eintrag. Dezember. Mein Gott, wie das draußen schneit. In den Steinkorridoren dieser Burg ist es eiskalt. Ich muss jeden Tag dicke, warme Socken tragen. Die sind bequem, aber nach einer Weile fangen sie an, schrecklich zu jucken. Ich habe heute die Übersetzung eines weiteren Teils von König Otto persönlichen Aufzeichnungen erhalten. Höchst interessant. Der König ist in tiefer Trauer, nachdem seine Frau Königin Eadegut unerwartet gestorben ist. Er schreibt weiter über die alte Fragmente, die in seinen Besitz gelangt sind. Er hat seine besten Gelehrten damit beauftragt, sie zu entziffern. Obwohl er ihren Inhalt nicht kennt, hält er sie für ein Geschenk Gottes und ist davon überzeugt, dass Gott ihm sagt, es wäre sein Schicksal, der heilige Kaiser Europas zu werden. Verwirrend, sie müssten sehr speziell angesehen haben, dieses Fragmente, oder vielleicht übermannte ihn auch die Trauer, blendete ihn. Jedenfalls bin ich heute in den Weinkeller gegangen, fand ein Bordeaux von 1928. Ein sehr guter Jahrgang, wie ich gehört habe. Den muss ich probieren. Ja, die Jute ist alte Art eine Spritteule. Bam, 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 bam. So, jetzt haben wir beide Generäle hier oben auch ausgeschaltet. Sag, schlaf schön, komm gut nach Hause. Warte mal, was? Da ist noch ein Plan gewesen, hat es wieder geblinkt. Also muss man schon mal hier genauer hingucken. Okay, das hatten wir. Auf den hast du ausgerechnet aufgepasst, ne? Mechanische Schlafkröte, sage ich nur. Na, ist das Helga? Die schöne Burg, Alter, mit solchen Hässlons hier. Ah, nee, nee, nee. Rudi Jäger. Ah, hier war ein Rudi Jäger. Eingang. Wow. Limit erreicht. Notiz eines Gelehrten unter König Otto. Ich habe den Text für Sie übersetzen lassen, Frau Oberstleutnant. Okay, der Text zieht sich. Heute wurde ich Zeuge der großen Schlacht von Lechfeld. Lechfeld. Als der Herr meines Herrn König Otto über 45.000 Magyaren abschlachtete. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für den Tanz des Todes. Weil ich kenne immer Tanz der Teufel. Ne? Aber so etwas wie heute hatte ich bis dahin noch nie zu Gesicht bekommen. Denn der König schickte seine Geheimwaffen, die ihm vom allmächtigen Gott gegeben worden waren, in den Kampf. Diese gewaltigen, engelsgleichen Kriegsbestien schnitten durch die Reihen der Feinde wie heilige Drachen, sie nahmen die Rösser und rissen sie in zwei. Sie schlugen dem Magnaren die Köpfe von den Schultern. Sie mähten die Feinde nieder, als wären sie aus morschem Holz. Als ich noch dem Kampf über das Schlachtfeld ging, stellte ich fest, dass den meisten der Magyaren Gliedmaßen fehlten, oder dass sie entzweigerissen oder zerquetscht worden waren. Was mir allerdings Sorgen bereitete, war, dass einige von König Ottos angeketteten Bestien offene, mit Eiter gefüllten Wunden hatten, obgleich ich nicht gesehen hatte, dass sie von einer Klinge
oder Axt verwundet worden waren. Nach näherem Hinsehen sah es so aus, als würden sich ihre Körper durch den unbekannten Fäulnis langsam zersetzen. Womöglich ein Fluch. Ich konnte beinahe mit ansehen, wie ihr Fleisch von den Knochen fiel. Natürlich berichtete ich König Otto von meinen Zweifeln. Okay, die Musik, die ist gerade ein bisschen grausam. Da ist wieder was zu lesen, da ist was zu lesen. Limit erreicht. Also kleines Kämmerchen mit Dokumenten und so. Sollte wohl nicht gleich jeder finden. Warte, was haben wir denn da jetzt? Oh Mann, ei, wie ich lesen. Hei. Notiz alles Gelehrten unter König Otto. Die Übersetzung, um die Sie gebeten haben, Frau Oberstleutnant. Ich habe bis jetzt alles versucht, um der verworrenen Übersetzung des Gelehrten des Königs eines gewissen Sinn zu entnehmen. Viele der Dokumente König Ottos wurden durch das Feuer schwer beschädigt. Und es fehlen ganze Absätze mit scheinbar wichtigem Wissen. Nebst dem beträchtlich durch höchst ungünstige Arbeitsbedingungen in diesen unterirdischen Anlagen erschwert. Gleichwohl habe ich im vergangenen Monat große Fortschritte bei meiner Forschung erzielen können. Die in dem menschlichen Körper zirkulierenden Körperflüssigkeiten können mit einer alchemistischen Substanz verändert werden, die in Teilen in einem der Textfragmente beschrieben wird. Theoretisch sollte ich in der Lage sein, ein Serum herzustellen, das totes Gewebe zum Leben erwecken kann. Dadurch würde es möglich, verwundete Soldaten noch nach dem Schlachtfeld zu heilen. Aha. Also ich wollte auf den Pfeil klicken, aber da muss ich ja doch Scrollrad benutzen. Allerdings hat das Serum eine faszinierende Nebenwirkung, denn eines der Testsubjekte starb durch die alchemistische Verbindung und als ich es mit einem Leichentuch bedeckte, öffnete es mit einem Mal die Augen. Das Subjekt war tatsächlich von den Toten zurückgekehrt. Bis zum heutigen Tag ist es mir gelungen. 5 Testsubjekte wieder ins Leben zurückzuholen. Ich nenne sie inzwischen Untote. Ich habe beobachtet, dass sie nach ihrer Rückkehr dem Tod in einem katatonischen Tiefschlaf fallen. Außerdem steigt die Körpertemperatur der Testsubjekte enorm an. So konnte ich etwas beobachten, wie einige von ihnen aufgrund der aufgestauten inneren Hitze mit einmal in Flammen aufgehen. Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt ist eine mörderische Raserei, die von ihnen Besitz ergreift und nicht nachlässt. Sie können nur dauerhaft getötet werden, indem man ihr Gehirn zerstört oder sie in kleine Stücke zerhackt. Es sind weitere Experimente nötig. Sobald ich die stärkeren Gurte für den Tisch habe, werde ich weitere Untersuchungen. Siegbald Berger. Mhm. Siegbald, du bist mal bei einer, du. Was ist in der Übersetzung für. Achso. Hier die Übersetzung. Okay, das. Achso, das ist. Aha. Okay, hier in der Übersetzung. Es sah so aus, als wenn das beide Texte gleich wären, aber ist es nicht. Hier ist die Übersetzung, die Sie angefordert haben, Frau Oberstleutnant. In diesem dunklen Verließen fällt mir das Schreiben schwer. Entschuldigung, uns gehen die Kerzen aus. Wir müssen bei unserem nächsten Besuch in Paderborn unseren Vorrat aufstocken. Letzte Woche gab ich das alchemistische Gemisch von Siegbald Berger, einer der Kriegsbestien. Die Wirkung scheint hauptsächlich positiv zu sein. Die Muskeln sind gewachsen und die Kreatur ist stärker und gewandter geworden. Besonders bemerkenswert ist, dass diese alchemistische Mixtur das Problem des verfaulenden Fleisches behoben hat, das bei vorheriger Kreaturen auftrat. Das würde sie natürlich im Kampfeinsatz erheblich zuverlässiger machen. Es gibt jedoch eine merkwürdige Nebenwirkung, durch die diese Bestie giftige grüne Ausdünstungen von sich geben.
die allerdings keine Auswirkungen auf Menschen zu haben scheinen. Wir müssen das allerdings noch eingehender untersuchen. Ich will nicht, dass unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld auf einmal krank werden. Außerdem weiß ich nicht, ob ich mit der mir das noch einbilde. Aber es kommt mir so vor, als wären die Bestien im letzten Monat auch größer geworden. Konrad Acker. Also, die Experimente sind mal nicht gerade ganz ohne, was die da getrieben haben. Oh, ich weiß nicht, was da mit der Musik jetzt auf sich hat. Hier ist also nichts mehr. Munition haben wir erreicht. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon. Das hatten wir schon gehabt. Was haben wir denn hier noch? Postkarten. Schädelmittel. Da haben wir fleißig geschrieben hier unten. Kelch mit Wein dabei. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch, weil ich finde jetzt hier nicht irgendwie, dass es hier weitergeht. Jo. Und dann gehen wir wieder hoch. Die Musik gefällt mir überhaupt nicht gerade. Funkgerät läuft, gut. Boah, ich krieg Gänsehaut gerade. Boah, ey! Frage ist, wo muss ich lang? Warte mal, da bin ich rausgekommen, vielleicht hier runter. Hier in dieser komischen Küche drin, ne? Moment. Das will ich keine. So, es hat gespeichert. Bevor wir hier weitermachen, Freunde, würde ich eher sagen. Genau. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Oder es geht halt hier weiter, je nachdem, wie lang die letzte Folge war. Ich danke fürs Zusehen und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und guckt euch mal andere Let's Plays an, falls ihr Langeweile habt. Danke fürs Zusehen. Das war euer Virus. Ciao, Moment. Ciao.